Willkommen zum Kluftkurier, eurem wöchentlichen Rundflug zu den neuesten Neutrends und News. Schneidet euch an, bringt euren Sitz in die Curry-Position, denn wir starten direkt mit dem Höhenflug der Woche und das ist Miss Fortune. Nach den wirklich absurden Buffs in Patch 14.13 ist es so gar keine Überraschung, dass sie nun der Höhenflug der Woche ist. 3 Base AD und 4 absurde Buffs auf dem W haben definitiv gewirkt. Je nach Elo-Bereich ist ihre Winrate bereits jetzt nach 2 Tagen um teils mehr als 2% gestiegen. Pickrate, Bunrate, Winrate, wirklich alles ging nach oben. Als der meiner Meinung nach einfachste ADC ist sie ideal, um als ja vor allem auch Autofade ADC bestmöglich abzuschneiden. Bevor wir zum Abfallheimer der Woche kommen, würde ich euch einmal kurz um einen Algorithmus-Kommentar bitten. Welcher Champion hat eurer Meinung nach den einst heftigsten Nerf aller Zeiten bekommen? Schreibt euren Pick unbedingt in die Kommentare. Ab zum Abfallheimer der Woche. Das ist Skarner und heilige Mutter Gottes hat der Patch 14.13 Nerf gesessen. Mittlerweile hat Skarner 5 Nerfs hintereinander bekommen. Die letzten Changes, indem man ihm unter anderem einfach mal 5% Max HP Damage auf dem Q abgezogen hat, sind eingeschlagen wie eine Bombe. Seine Winrate ist je nach Elo-Bereich um teils mehr als 7% nach unten gegangen. In jedem Elo-Bereich hat er wirklich Minimum 3% Winrate verloren. In Diamond ging er einfach mal von über 54% auf ca. 47% in einem einzigen Tag runter. Ehrliche Meinung, wenn ihr nicht gerade Teko-Teko seid, solltet ihr den Champion, glaube ich, einfach wirklich nicht mehr spielen. Zeit für unsere Nope der Woche und das ist LeBlanc. Aus mir völlig unerklärlichen Gründen geht ihre Bunrate in wirklich allen Elo-Bereichen seit nun schon einem Monat kontinuierlich nach oben. Ende Mai waren es in Diamond noch 12%, jetzt sind es mittlerweile 25%. Ihre Winrate hat sich in dieser ganzen Zeit jedoch nur wirklich minimalst verbessert. Kurzer Halt bei unserem Broken Pick der Woche und das ist Cassiopeia. Seit bereits vielen Wochen ist sie in den Top 3 der besten Champions im gesamten Spiel. In Emerald Plus hat sie laut LoLalytics über 54% Winrate. Und das Krasseste, seit bereits mehr als einem Monat hat sie eine so extrem hohe Winrate und fliegt mit 2% Bunrate weiterhin komplett unter dem Radar. Jeder weiß, wie stark Blackfire Torch auf Dot Mages ist. Auf Cassio scheinen das aber die meisten noch nicht so ganz realisiert zu haben. Dazu hat sie hinter Kayle die höchste Late-Game-Winrate im gesamten Spiel. Ab zu unserem Item der Woche und das ist wieder einmal Infinity Edge. Nerfs hin oder her, rein statistisch betrachtet ist Infinity Edge das beste Item im Spiel. Infinity Edge hat einfach mal über 100% Pickrate. Das Item wird also statistisch betrachtet mehr als einmal pro Partie gebaut und mit 55% Winrate ist es für ein absolutes Core-Item, das man sich immer spätestens als drittes kauft, komplett gestört stark. Ich sag es immer wieder, wer auf Crit-Champs nicht spätestens als drittes einen Infinity Edge kauft, der macht wirklich grob was falsch. Ab zum Fail der Woche und dort gehen wir wieder einmal kurz zu Faker. Sein Ahri-Skin hatte ja in den letzten Wochen ordentlich für Schlagzeilen gesorgt. In einem ACK-Match gegen Kwangdong Freaks am letzten Freitag machte er dann aber trotz, ich sag mal, spielerischer Top-Performance die ein oder andere Schlagzeile, denn er spielte nämlich Ahri und das komplett ohne Skin, so wie man ihn kennt. Das Match war auf Patch 14.12, der 440-Euro-Skin wäre also verfügbar gewesen und auch bei seinem eigenen Skin bleibt Faker einfach seinen Prinzipien treu. Die Community, vor allem auf Reddit, fand das Ganze natürlich sehr ironisch und ehrlicherweise muss ich auch zugeben, ich finde das Ganze auch relativ lustig. Eigentlich ist das Ganze ein ziemlicher Win für die Community. Riot hatte sich das Ganze mit Sicherheit ein kleines bisschen anders vorgestellt. Kurzer Flug zu unserem Trick der Woche. Die allermeisten von euch nutzen Bluttrinkets völlig falsch und das meine ich wirklich komplett ernst. Extrem häufig sehe ich, wie Spieler ihr Bluttrinket einfach wie so eine Art normales Trinket nutzen und das einfach in irgendeinen Mini-Busch reinheaten und damit kaum Informationen bekommen. Der Sinn des Bluttrinkets ist es nun mal zu scouten und der gigantische Vorteil des Bluttrinkets ist, dass ihr damit auch Gegner in Büschen aufdeckt. Ihr wollt euer Bluttrinket also immer so nutzen, dass ihr damit möglichst viele Büsche aufdeckt und damit möglichst viel Insight bekommt. Was macht eigentlich Riot? Riots neuer PvE-Modus Swarm kommt am 17.07., also mit dem Release von Patch 14.14 auf die Live-Server. Ja, Patch 14.14 kommt erst in ca. 2,5 Wochen, weil in der Woche vom 4. Juli Riots jährliche Sommerferien sind. Den Modus kann man alleine oder im Koop spielen und ich sage komplett im Ernst, dass Swarm so viel mehr ist als nur ein Game-Mode. Das ist praktisch ein separates Spiel, bei dem man euch auf Steam für gewöhnlich 15 bis 20 Euro abluchst.
Es gibt über 100 Achievements, 9 Champions, die sich wirklich alle völlig unterschiedlich spielen, als auch 4 Maps. Das Ganze ist im Prinzip ein Vampire-inspired PvE-Survivor-Spielmodus, in dem ihr als Anima-Squad gegen die Primordials Aatrox, Briar, Belveth und Naafiri spielt. Trotz nahezu 200 Ping hatte ich wirklich selten so viel Spaß in meinem Leben wie mit Swarm. Das Ganze hat ein Suchtpotenzial, dass es wirklich nicht mehr feierlich ist. Eigentlich müsste Riot im Client irgendeine Beratungsnummer oder so angeben. Mir ist bei meiner persönlichen Swarm-Sucht nämlich, glaube ich, gar nicht mehr zu helfen. Wenn ihr das Ganze ausprobieren wollt, dann ab auf den PBE. Es lohnt sich wirklich. Das war's tatsächlich schon vom Kluftkurier für diese Woche. Vielen Dank an euch, dass ihr erneut mit dem Kluftkurier durch die neuesten Trends und News geflogen seid. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns wahnsinnig über jeden einzelnen Like. Und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert unbedingt diesen Kanal, denn nächsten Freitag um 17 Uhr heben wir erneut ab.